Hallo, liebe Leute des guten Geschmacks. Weiter geht's hier mit Two Point Hospital in Sweetie Palms. Der erste Stern ist leider immer noch nicht in greifbarer Nähe. Ich versuche es weiterhin zu schaffen. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. So, wir haben in der letzten Folge das Unmögliche möglich gemacht. Wir haben einen ordentlichen Profit eingefahren. Und mit diesem Profit haben wir ja unsere ganzen Maschinen hier geupgradet und uns auch noch eine weitere, hier unten sehen wir es, eine weitere ein weiteres DNS-Labor zugelegt. Und das ist gut. Aber was fehlt natürlich für einen Raum? Wenn wir einen Raum haben, brauchen wir auch Personal. Und das Personal wird gerade hier hinten weitergebildet. So. Das ist gut. Punkt. So, mal wieder mal so ein Punktsatz von der Rin. Ist aber auch nicht so schlimm. Den hier werden wir jetzt noch weiterbilden in Allgemeinmedizin. Kurs starten. Behandlung 2 läuft. So, super. Jetzt mal hier, hier wird ein Strecksaal benötigt. Das können wir jetzt bauen, den Strecksaal. Da wird ein Arzt benötigt. Haben wir überhaupt einen Arzt? Nee, muss das mal einen einstellen. Schlecht. Wir können Strecksaal bauen, aber es bringt uns eigentlich noch nichts. Ich baue ihn aber trotzdem schon mal. Strecksaal. 4x4 muss er auch sein. Also hier unten. 4x4. Zack. Strecksaal, rein mit dir. Mülleimer. Dann einen Feuerlöscher. Desinfektionsspender. Eine Klimaanlage darf nicht fehlen. Eine Schokoladenmaschine. Für die Zufriedenheit. Falls ihr das noch nicht ausprobiert habt, macht es definitiv. Und einen Süßigkeitenspender. Ein anatomisches Modell. Wir haben das Geld. Wir können uns da auf jeden Fall ordentlich was reinbuttern. So, das eingelegte Gehirn finde ich auch immer noch sehr passend. Dann beim Strexer, da gab es doch hier diese, wie heißt denn hier, Schildkröten-Syndrom. Das Poster. Zack. Dann hatten wir das Zertifikat. Und einen Bronze, Silber und Goldstern. Ein Anschlagsbrett. Eine Uhr. Und den Gehirnstuhl. Zack. Doch, das lassen wir alles so. Perfekto. Den Rest will ich alles nicht haben. So, sehr gut. Den Raum werden wir aber erstmal schließen. So. Bevor wir nämlich nicht das passende Personal dafür haben, lohnt es sich, den nicht zu öffnen. Und was wir auf jeden Fall brauchen, hier ist noch eine Klimaanlage. So. Wenn ihr das erste Mal mit dabei seid, keine Sorge. Früher oder später wird das alles ein zweimal. Lasst die Worte einfach über euch hinwegrauschen. Wir sind wieder minus. Oh Gott. Farbtherapie wird benötigt. Nee, Patienten nach Hause schicken. Die können wir jetzt uns nicht mehr leisten. Instandhaltungsdurchsage. Toiletten müssen regelmäßig gewartet werden. Ach Gottchen. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe es jetzt auch schnell stumm geschaltet. So, weiter geht's. Hier hinten fehlt ein Arzt, aber die sind ja auch beide hier beschäftigt. Vor der Psychiatrie ist eine lange Schlange. Naja, 9 finde ich jetzt noch nicht so lang, aber gut. Kriegen keinen Arzt. Finde ich jetzt doof. Aber unser Spritzenmeister wurde auf Stufe 3 gemacht. Superbe. Finde ich das superbe. Gut, was wir hier hinten machen sollten, wäre noch ein, na, wie heißt das hier, ein, ja, so ein Personalraum.
Gott, habe ich gerade Wortfindungsstörung gehabt. Ist ja schon nicht mehr feierlich. So, den werden wir so klein mal lassen hier. Das sieht gut aus. Zack, bauen wir. Habe ich jetzt die persönliche Herausforderung angenommen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Streckser wird benötigt. Ja, Patienten bitten zu warten. Bitte warten Sie. So, und hier noch den hingepflanzt. Und eine Mülltonne. Und daneben können wir noch uns eine Broschürenständer, passt sogar auch noch hin. Perfekto. Super. Haben wir auch gemacht. Wie sieht's aus? Ein Arzt? Nein. Kein Arzt. Kein Arzt für Rinn. Finde ich jetzt nicht so berauschend. Was soll man machen? So, wir sind aber im Profit. Weiterhin. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wir haben vier allgemeinmedizinische Praxen. Das wird aber sehr knapp werden. Da wird ja immer eine irgendwie leer sein. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Sehr gut, wir kriegen schöne Belohnung. Das finde ich gut. Wie gesagt, unsere Heilungsrate müssen wir ganz dringend erhöhen. Das ist so das, was mich noch ein bisschen wurmt. Wir können hier unten aber schon mal... Den Helixier könnten wir noch upgraden. Und wir können das schon mal öffnen, weil hier hinten ist gleich die Weiterbildung fertig. Und dann sollte sich die lange Schlange, die hier ist, dann auch ein bisschen verteilen. Genetik gelernt. Super. Freut mich. Dann können wir ja schon mal gleich gucken. Na, das passt nicht. Was wir als nächstes aber machen. Wir wollen... Die Krankenpflege haben wir schon. Hier Behandlung könnten wir noch weiterbilden. Behandlung 2, Kurs starten. Wie gesagt, ich bräuchte noch ganz dringend eigentlich zwei... Ärzte, einen für die Allgemeinmedizin und einen für diese Behandlungen hier. Hier, für das hier. Ist ein bisschen doof, dass wir da keinen haben, aber das wollen wir machen. Können wir jetzt nicht ändern. So, wir könnten unserem Psychiater hier mal weiterbilden. Psychiatrie 2 Kurs starten. Weiterhin kein Arzt in Reichweite, aber hier hat sich das schon mal ordentlich aufgeteilt. Super, das freut mich. Seismische Aktivitäten. Die sollen uns erstmal egal sein. Objekt zu teuer, oh nee. Wir fahren aber Profit. Ich denke, das wird sich dann auch besser verfahren, wenn man dann hier eingefahren sind, was das angeht. Habe ich auch schön zweimal fahren hintereinander. Macht sich gut. Macht sich ja sehr gut. Aber wie gesagt, die lange Schlange sollte sich auf jeden Fall jetzt einpendeln und kürzer werden. Ich hoffe, dass wir nicht in Bredouille kommen. Hier müssten wir jemanden rufen. Hier sieht's alles, naja, hier. Zack. Die Forschungsstation muss nicht repariert werden. Was erzählt er hier? Aber hier, der Helixium muss auch noch kommen. Naja, mal gucken. Wie sieht's aus? Immer noch kein. Na, hier brennt's. Es brennt schon wieder. Ja, es interessiert mich. Kann mal bitte jemand löschen? Da kommt er.
Ich glaube, das ist unser Held hier. Löscht Flüssigkeitsbeschleuniger 2. Ja. Unser Held kommt. Können wir auch gleich schon mal einen neuen Feuerlöscher hinstellen. Bereithalten. So, schon mal gleich den nächsten reingestellt. Und der Feuerlöscher. Sehr gut. Alles geschafft. Dann reparieren wir. Ich hoffe, das war jetzt das einzige Feuer, was hier ausgebrochen ist. Ja, ansonsten sieht das alles ganz knorke aus. Gut, Upgrade Turbosauger 2. Super, Patienten bitten zu warten. Wir kriegen wirklich keinen einzigen Arzt, den wir irgendwie verwurschteln könnten. Also ja, ich könnte jetzt die anderen Ärzte verwurschteln, will ich aber nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Was ist mit dir hier? Ist dir langweilig? Ja, du bist für die DNS zuständig. Okay, die ist langweilig. Klar. Wird bald besser, kann ich jetzt schon sagen. Hier soll auch nochmal ein Hausmeister bitte drüber gucken. Hier werden wir noch zwei Hausmeister einstellen. Einmal den hier. Und einmal diesen hier. So. Das sollte jetzt hoffentlich dann auch funktionieren. Hier, kann mal bitte da jemand kommen? Kann da mal bitte jemand kommen? Das wäre total knocki. Farbtherapie wird benötigt. Ja, geh nach Hause. Brauchen Arzt. Oh, ein Allgemeinmediziner. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist schon mal ganz gut. Haben wir schon mal die erste Hürde hier geschafft, dass wir nicht leerlaufen, was hier hinten die Räume angeht. So, Behandlung 2 wurde abgeschlossen und Psychiatrie 2 wurde auch abgeschlossen. Das heißt, wir können den Psychiater jetzt in Psychiatrie 2 schicken. Los starten. Keinen weiteren hier drinnen. Und wir können dich weiterbilden mit der Diagnostik. Kurs starten. DNS-Labor wird benötigt. Ja, komm. Dann warte. Dann warte mal. Ich bin überlegen, ob wir sie einfach aufmachen. Ja, komm. Da macht die Behandlung mit rein. Dann ist das so. Dann ist einer noch für die Behandlung mit zuständig. Und der andere für die Diagnostik. Also nur ausschließlich Diagnostik. So viele DNS-Labor-Patienten, die da eine Heilung benötigen, glaube ich, haben wir nicht. Also das wird ganz entspannt laufen. So, wie sieht's aus? Ein Arzt? Immer noch nicht. Ultraschallkanone ist fertig. Spritzenmeister ist fertig. Und der Medikamentmixer ist fertig. Die Ausgrabungsstätte, da fehlt noch die Forschung. Unser Forscher hier schlicht und weg einfach mal noch nicht dazu gekommen. So wird jetzt hier nicht geupgradet eigentlich? Wie wird geupgradet? Das ist fertig. Und das ist fertig. Der nächste Song geht an alle Krankenhauspatienten raus, die immer noch Heilungsrate von 30%, das ist so schlecht eigentlich. Auch eure Organe sind alle noch am rechten Fleck. Eigentlich ist das richtig schlecht. Ich glaube, wir bräuchten auch hier eine zweite Psychiatrie. Müssen wir mal gucken, ob wir noch eine zweite Psychiatrie hier reinkriegen. 3x3 muss die ja nur sein. So, eigentlich würde passen. Müssen wir mal gucken, dass wir noch einen zweiten Psychiater holen. So, ich nehme jetzt dich einfach hier erstmal und setze dich ein. Wir brauchen dringend irgendwas. So, genau, für die Sachen hier ist er zuständig. Und dann können wir hier den Raum öffnen. Und dann sollte das jetzt funktionieren.
funktionieren. Super. Psychiatrie-Notfall. Nee, kann man nicht machen. Hier schon voll genug. Ein Hausmeister wird um die Reparatur der Forschungsstation gebeten. Gut, damit sollten wir jetzt auch beim Strecksal ordentlich Punkte heilenheimsen. Wir werden uns mal hier noch ein zweites Grundstück kaufen. Wie gesagt, ich hoffe, das wird jetzt was. Ich hoffe, das wird was. Wir brauchen wirklich eine zweite Psychiatrie, aber wir haben ja jetzt schon ewig und 3 Tage gewartet, bis wir mal überhaupt einen Arzt kriegen, der hier drin arbeiten kann. Und selbst der ist ja nicht optimal, da müssen wir auch noch dran arbeiten. Und ich bin der Meinung, wir werden unser Geld jetzt mal investieren und eine Marketingkampagne starten, beziehungsweise ein Marketingbüro erstmal bauen und uns Patienten mit vorzeitiger Mumifizierung irgendwie angeln. Das müssen wir machen. Allgemeinmedizin 2, Kurs starten. Marketing. Zack. Und das Marketing werden wir uns hier hinsetzen. So, das können wir gleich so groß machen. Das ist okay. So, dann das Ganze hier einmal drehen. Zack. Und dann gibt es noch einen Flipchart. So. Eine Lampe. Dann ein Teppich. Na, das sieht aber komisch aus. So können wir das machen, oder? Doch, so. So sieht es ganz gut aus. Haben wir ein Whiteboard, einmal hier, einmal dort, Aktenschränke, dann eine Mülltonne, ein Desinfektionsspender, auch hier drinne. Klimaanlage selbstverständlich darf nicht fehlen. Heiße Schokoladenmaschine, Süßigkeiten, Spender. Ein Trophäenschrank kann man hier auch noch mit reinbringen. Und dann gibt es hier keinen Stuhl, keinen Gehirnstuhl. Auch hier, Gehirnstuhl, sehr gut. Zack. Super, haben wir das Marketingbüro. Und dann gucken wir mal, dass wir einen Assistenten einstellen. Hier Marketing. Sehr gut, sogar Marketing 2. Dich müssen wir natürlich dann dementsprechend noch einstellen, dass du auch nur in der Marketingabteilung arbeiten sollst. Und dann sagen wir mal, wir brauchen Krankheitsmarketing, vorzeitige Mumifizierung. Und wir lassen das Ganze jetzt mal ein halbes Jahr laufen. 6 Monate, 31.000, das ist okay. Ich denke, damit sollten wir gut vorankommen. So, Farbtherapie, Patienten nach Hause schicken. Diagnosebeschluss. Aha. Patienten behandeln. So, dann Diagnostik haben wir jetzt hier weitergemacht. Dann würde ich sagen,
Wie sieht's aus, Ärzte? Komm mal. Wo ist Feuer? Oh nein. Objekte, Feuerlöscher. Also heute ist ja der Wurm drin mit dem Feuer, oder? So. Sonst noch irgendwo ein Feuer? Nö. Nö. Wir sollten wahrscheinlich noch ein paar Hausmeister einstellen. Wir nähern uns der jährlichen Preisverleihung. Die sind aber alle nicht so meins, muss ich sagen. Gut, das Jahr ist wieder um. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das kann mit, damit kann ich leben. Okay, ich wollte eigentlich hier weiterverfahren mit unseren Weiterbildungen. Da kann ich gar nicht weiterverfahren. Außer dich hier in Diagnostik 2 weiterzubilden. Kurs starten. Gut, das haben wir. Hier müssen wir noch jemanden holen, einen Hausmeister. Ein Arzt, oh mein Gott, hier einer. Den können wir dann als Psychiater ausbilden. So. Einmal alles wegmachen. Super. Den können wir dann als Psychiater ausbilden. Wenn es dann soweit ist, dann können wir nämlich hier eine weitere Psychiatrie mit reinbauen. Dann haben wir hier auch keine langen Schlangen mehr. Und dann sollte das alles einwandfrei laufen. Doch, ich bin recht zufrieden. Kann man mitmachen. Wenn wir jetzt noch ein paar Hausmeister eingestellt bekommen, die nicht voll Deppen sind. Oh, der nächste brennt hier? Ist doch nicht euer Ernst. Feuerlöscher. Feuerlöscher bitte. Da, Feuerlöscher. Aus einem örtlichen Krankenhaus angerufen. Zack. Der berichtet, dass sie soeben ein Erdbeben erlebt haben. Ich verstehe es nicht. Neue Krankheit wurde entdeckt fürs DNS-Labor. Völlig aus dem Ruder. Gut. Schwierig. Schwierige Situation müssen wir hier im Auge behalten. Wir bräuchten eigentlich dringend Hausmeister, aber nicht die, die wir hier haben. Vielleicht wäre es auch sinnvoll, was das angeht, vielleicht nochmal die Hausmeister weiterzubilden. Ich werde mal hier einen weiteren Raum kopieren und dann unser Personal, unser Hausmeister hier weiterbilden. Vielleicht hilft das ja. Hier dich zum Beispiel in Instandhaltung 2, Gastausbilderkurs starten. Aber vielleicht sind die dann einfach mit ihren Aufgaben auch schneller. Also nicht nur vielleicht, sie sind dann mit den Aufgaben auch schneller und dadurch haben wir einfach dann weniger Probleme, weil sie einfach ihre Aufgaben schneller abarbeiten. Und wie ich gerade sehe, haben wir unsere Heilungsrate von 60% erreicht. Wir sind jetzt sogar bei 65%, das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist gut. Das freut mich. Gut, Reporterbesuch, ja, die sollen alle vorbeikommen. Doch, doch, es wird langsam stetig. Aufs Neue. So. Das sind alles Sachen, die wir nicht brauchen. Krankenpfleger brauchen wir auch vorerst nicht. Ja, Freunde der Sonne. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vergesst nicht abonnieren, kommentieren, liken und mit den Worten. Gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Ciao.